Ja, ich habe zwei tolle Gesprächspartner hier bei mir. Einmal den Gregor am Bildschirm und einmal den Kevin. Bevor wir einsteigen zu unserem Thema, warum habt ihr euch als Branchenwechsler für Living House entschieden? Gregor, vielleicht stellst du dich als erstes mal ganz kurz unseren Zuschauern vor. Ja, hi Peter, ich bin Gregor. Ich bin aus Halle, bin verantwortlich für die Vertriebsstellen Halle, Magdeburg, Berlin und Berlin. Und ich bin 35 Jahre alt, habe eine Tochter, eine wundervolle Freundin und liebe Häuser zu verkaufen. Okay, Kevin, zu dir. Ja, vielen Dank, Peter. Bin 28 Jahre, habe auch eine wundervolle Partnerin. Das musste ich ja nachlegen. Und auch eine kleine Tochter. Bin für die Verkaufsregion Regensburg zuständig und als Vertriebsstellenleiter am Standort Landshut. Ja, warum habe ich mich für Living House entschieden? Weil Living House immer einen Schritt voraus ist. Okay. Ja. Gregor, du bist jetzt seit einem Jahr für uns tätig. Kannst du den Satz, weil Living House immer einen Schritt voraus ist, vom Kevin bestätigen? Siehst du das auch so? Was hast du dazu? Ja. Ja, sorry, schon unterbrochen. Na klar, auf jeden Fall. Ne? Wir hören zu, wir sind authentisch, wir sind vor allem ehrlich, was mir immer sehr wichtig war. Ich glaube, es war auch mein Hauptentscheidungsgrund, zu Living House zu kommen. Die Führungsebenen erlauben dir auch tatsächlich ein ehrliches, offenes Wort mit ihnen selber. Und von daher, Vollgas, macht Spaß. Okay. Kevin, als Branchenwechsler ist natürlich immer die Frage, wie vertrauensvoll geht ein vielleicht neuer Partner mit einem um? Wie sind so die Gespräche im Vorfeld für dich gelaufen? War das alles offen, transparent, ehrlich und trotzdem hinter verschlossenen Türen? Oder wie hast du es empfunden? Wichtige Frage, weil ich glaube, darüber macht man sich auch auf jeden Fall Gedanken, wenn man dann den Schritt gehen will. Aber da muss ich absolut mein Lob an Living House und an den Verkaufsleiter ausrichten. Das war komplett vertrauensvoll. Okay, das hören wir natürlich sehr, sehr gerne. Gregor, du warst ja in deinem vorherigen Unternehmen Verkäufer, bist jetzt Vertriebsstellenleiter, also hast die nächste Karriereleiter bei uns genommen. War das für dich ganz wichtig oder hat sich das jetzt auch spontan ergeben oder wie war deine Planung? Ganz ehrlich, zum Anfang war es nicht wichtig, obwohl früh schon eine Perspektive aufgezeigt wurde, was ich spannend fand. Ja. Mir ging es zunächst darum, ums Verkaufen und dass es dann so schnell und so gut auch ging, mit der Verantwortung hier am Standort die zu übernehmen, war wirklich für mich schon was Besonderes, muss man so sagen. Ja, klar. Ging auch wirklich sehr schnell am Ende, weil wir halt verkaufstechnisch gut eingeschlagen sind bei Living House. Okay, Kevin, bei dir war das ein Argument, der Wechsel? Die Perspektive, die Karriereleiter ein Stückchen nach oben zu steigen? Ich sag mal auch, aber das Wichtigste ist, als Verkäufer muss man ja auch hinter seinem Produkt stehen. Und bei Living House stehe ich absolut dahinter, weil einfach das Preis-Leistung stimmt. Die Konzepte, die wir anbieten und die Perspektive, die mir aufgezeigt worden sind, die haben natürlich auch eine Rolle gespielt. Und ich sag mal, dieses Vertrauen einer Firma habe ich auch so vorher noch nie gespürt. Okay, das hören wir echt sehr, sehr gerne. Ja, Gregor, du bist ja jetzt auch schon ein bisschen am Markt. Du hast jetzt über ein Jahr Einblick bei Living House. Was macht Living House für dich so einzigartig? Was ist der Unterschied zum Wettbewerb? Ja, ganz klar, Peter. Also das ist relativ eindeutig. Und zwar, wir haben es zu Hause verstanden. Bedeutet für mich ganz klar, die habe ich vorhin schon kurz angedeutet, die Authentizität, die Ehrlichkeit war mir extrem wichtig. Wir denken halt tatsächlich in Konzepten und haben meiner Meinung nach den großen Anreiz, den Menschen zuzuhören und früh zu erkennen, was den Interessenten, Hausbauern draußen wichtig ist. Okay, und Kevin, für dich? Ja, wir haben auf jeden Fall zu Hause verstanden, Bauen ist ein komplexes Thema aus vielen Gewerken und bei uns bekommt der Kunde einfach alles aus einer Hand, von der Bodenplatte über einen Architekt, das Haus natürlich auch, das Zuhause-Paket, ein zinsgünstiges Darlehen. Wir sind innovativ, ein Baucockpit, die Baucockpit-App, die wir anbieten, kommt immer gut an, dass der Kunde alles auf seinem Smartphone mit dabei hat. Da sind wir auch die Einzigen auf dem Markt und natürlich die DIY Academy. Die ist natürlich auch immer ein Argument, wo die Kunden oder die Interessenten dann gerne sehen oder was positiv dann rüberkommt von uns.
Okay, ja, ich sehe, ihr seid beide extrem begeistert von Living House. Macht mir natürlich auch immer großen Spaß und große Freude. Jetzt zum Schluss an beide die gleiche Frage. Was sind die schönsten Momente in eurem Job, Gregor? Die schönsten Momente, ja klar, der Ausstelltermin von den Kunden und Interessenten, logisch, halt klar. Aber mittlerweile immer mehr durch die Verantwortung, die ich bei Living House habe, ist es ganz ein anderer Part noch geworden. Und zwar ist es, die Kollegen einzuarbeiten und zu sehen, wie sie sich entwickeln. Und da sind uns in den letzten halben, dreiviertel Jahren auch gute Sachen gelungen mit den Kollegen hier. Wir haben eine Verkäuferin bei, die macht so einen Spaß, die ist so gut unterwegs, wo ich einfach sage, da zeichnet sich der Job aus und natürlich, dass immer der ein oder andere lockere Spruch bei uns in der Runde fällt. Das erlebt man nicht überall, von daher, ja, kommt zu uns. Kevin? Ja, auf jeden Fall die Kollegen, wir sind eine coole Truppe. Bei den Kunden an für sich ganz klar, die Kunden, die noch kein Grundstück haben, dann durch uns, durch unseren Service dann an Grundstück kommen und dann den ganzen Prozess von Vertragsabschluss bis Stelltermin zu begleiten und dann das Haus dann kommt, das ist auch für die Kunden und für uns natürlich dann das Schönste. War ein schönes Schlusswort. Ich sage herzlichen Dank. Bleibt gesund. Auf weiterhin gute Zusammenarbeit und bis bald. Auch mit dir wieder persönlich, Gregor. Danke dir. Danke.